Wenn man mit anderen Menschen Politik machen will, dann muss man zusammenkommen und die politische Arbeit planen. Heute wollen wir eine kurze Anleitung dafür geben, wie so ein Treffen oder auch ein Plenum aussehen kann. Bleibt dran! Bevor wir in die konkreten Fragen einsteigen, müssen wir erstmal ein paar grundlegende Sachen klären. Damit eure politische Arbeit wirklich Früchte trägt, müsst ihr die Treffen gut vorbereiten. Viele Leute verstehen den Zweck der Treffen nicht richtig. Zu den Treffen sollte man vorbereitet kommen. Das heißt, man kennt die Themen, die besprochen werden sollen und hat sich schon eigene Gedanken dazu gemacht und diese aufgeschrieben. Wichtig ist, dass man versteht, dass die wirkliche politische Arbeit nicht auf dem Treffen passiert, sondern zwischen den Treffen. Auf dem Treffen wertet ihr gemeinsam aus, diskutiert ihr neue Ideen, Vorschläge und beschließt, was ihr in Zukunft machen wollt. Die richtige Vorbereitung ist also essentiell für solche Treffen und hilft auch dabei, stundenlange und unproduktive Treffen zu verhindern. Schauen wir uns doch mal an, wie so eine Vorbereitung aussieht. Vor dem Treffen ist es wichtig, dass ihr so etwas wie eine Tagesordnung rumschickt. Da sollen, wenn möglich, alle Punkte drauf sein, die beim Treffen besprochen werden. In euren Gruppen sollte sich immer eine Person verantwortlich dafür fühlen, diese Tagesordnung rumzuschicken. Ob diese Aufgabe abwechselnd gemacht wird, könnt ihr entscheiden. Zu den Punkten der Tagesordnung macht ihr euch Notizen und formuliert schon mal, was ihr dazu sagen möchtet. Manche Gruppen machen die Tagesordnung auch in einem gemeinsamen Online-Dokument, dann kann sie leicht von allen ergänzt werden. Jedes Treffen braucht auch eine Moderation. Das ist besonders wichtig, wenn mehr als nur eine Handvoll Leute kommen. Deswegen solltet ihr eine Person ausmachen, die das Treffen moderiert. Zum Moderieren gehören so Dinge wie Leute dran nehmen, darauf achten, dass alle aussprechen können, wenn die Diskussionen ausufern, sie wieder zurück zur Tagesordnung zu bringen und so weiter. Eine andere Rolle, die auf jedem Treffen verteilt sein sollte, ist die, dass jemand ein Protokoll schreibt. Das Protokoll hat den Zweck, dass auch Leute, die gerade nicht beim Treffen sind, weil sie nicht kommen konnten, auf dem aktuellsten Stand bleiben. In dem Protokoll sind mindestens alle Beschlüsse und Auswertungen zusammengefasst. Das nennt man dann Ergebnisprotokoll. Bei wichtigen Diskussionen und Debatten kann es aber manchmal auch Sinn machen, die verschiedenen Standpunkte und nicht nur die Ergebnisse festzuhalten. Ihr könnt noch überlegen, ob eine separate Person eine Redeliste führt oder ob das die Moderation machen soll. Eine Redeliste ist einfach eine Liste von Leuten, die sich gemeldet haben und zu einem Punkt sprechen wollen. So eine Liste ist sehr sinnvoll, damit alle zu Wort kommen und nicht einfach nur der Lauteste gehört wird. Wenn das Treffen dann also beginnt und die Aufgaben verteilt sind, dann kann die Moderation nach weiteren Themen fragen, die noch besprochen werden sollten. Die Tagesordnung wurde zwar schon vorher rumgeschickt, manchmal ergeben sich Themen aber spontan und dann sollten sie auch einen Platz auf dem Treffen kriegen. Als ersten Themenpunkt macht es Sinn, über die Aufgaben zu sprechen, die beim letzten Treffen verteilt wurden und zu schauen, ob alles geklappt hat. Dazu gehören zum Beispiel Social Media Posts, die jemand uploaden sollte, Besorgungen für die nächste Demo oder auch die Anmeldung der Demo bei der Stadt. Dazu haben wir übrigens auch ein Video. Wenn ihr also selbst mal eine Demo oder Kundgebung organisieren und anmelden wollt, dann könnt ihr hier auf unser Video klicken. Wenn ihr diesen Punkt abgehakt habt, könnt ihr mit eurer Tagesordnung weitermachen und alle Punkte nacheinander abhandeln. Wichtig ist, dass ihr Aufgaben gut auf die verschiedenen Menschen in eurer Gruppe verteilt und guckt, dass nicht immer die gleichen Menschen die gleichen Aufgaben übernehmen müssen. Diese Anleitung könnt ihr benutzen, damit die politische Arbeit in eurer Gruppe gut organisiert und stressfrei abläuft. Wenn ihr sonst noch Fragen zur politischen Praxis habt, dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Oder auch wenn ihr euch eine andere Anleitung zu einem anderen Thema wünscht. Ich sage dann erstmal ciao und bis zum nächsten Video.